Heute machen wir eine Skitour auf die Hochis. Der Weg vom Parkplatz Lederstube, unweit der Autobahnausfahrt Fraßdorf am Chiemsee, ist technisch nicht besonders anspruchsvoll. Zunächst geht es auf einem breiten Fahrweg mit nur wenig Steigung bis zum Zellboden. Ab hier führt der Weg schmaler und etwas steiler zur Riesenhütte. Hinter der Riesenhütte geht es dann steil den Nordosthang hinauf auf die Hochis. Für den gesamten Weg benötigt man rund 3 Stunden. Über weite Strecken wandert man auf einer Forststraße. Dennoch ist der Weg landschaftlich sehr reizvoll. Einschließlich aller Gegenanstiege sind 1000 Höhenmeter zu überwinden. Dazu kommt eine Weglänge von 8 Kilometern. In der Mitte eines riesigen Plateaus liegt die Riesenhütte auf 1346 Metern Höhe. Sie wurde im Jahr 1913 als Stützpunkt für Skitouren erbaut. Leider ist die Hütte seit Herbst 2013 geschlossen, da die Sektion Oberland den großen Investitionsbedarf für einen Weiterbetrieb der Hütte nicht schultern möchte. Die 1569 Meter hohe Hochis ist einer der beliebtesten Aussichtsberge der Chiemgauer Alpen. Vom Gipfel hat man eine wunderbare Aussicht über die Chiemgauer Alpen und das Kaisergebirge. Im Süden erkennt man die hohen Tauern. Im Nordwesten erstreckt sich der Landkreis Rosenheim. Die Abfahrt vom Gipfel hinab zu den Riesenalmen erfolgt zunächst über den Nordostgrat und anschließend durch eine steile Waldschneise. Für den Weg über das Plateau zur Riesenhütte muss man nochmals kurz anfällen. Dann kann man sich in der Sonne erholen, denn ab jetzt geht es nur noch die Rodelbahn hinab.